Paul Weichert hatte schon in der 9. Klasse gewusst, er will unbedingt eine Ausbildung bei der Lausitzer Wasser GmbH und Co. KG machen. Und jetzt ist es soweit. Am 31. August haben er und 21 weitere Azubis ihre Ausbildung bei der LWG begonnen. Für Paul Weichert steht die Ausbildung zum Anlagenmechaniker schon lange auf dem Plan. Meine Oma, die hat früher auch schon in der Abwasserwirtschaft in Cottbus gearbeitet. Und da hatte ich den Tipp gegeben, ich soll versuchen, bei der LWG Praktikumsplatz zu bekommen. Und dort hat er ein zweiwöchiges Praktikum gemacht. Und in der ersten Woche, da sollte ich einen Schubriegel bauen. Und das hat mir auch sehr viel Spaß bereitet, diese Arbeit auszuführen. Und das Klima unter den Kollegen bzw. den Azubis hat mir sehr viel Freude bereitet. Und jetzt gehört er selbst dazu. Die LWG bildet ihn und zwei seiner Kollegen für sich selbst aus. Die anderen Azubis kommen von anderen Unternehmen aus der Umgebung. Denn die Lehrwerkstatt hier ist sehr begehrt. Sie wurde in diesem Jahr bereits zum dritten Mal von der IHK mit dem Siegel für exzellente Ausbildungsqualität ausgezeichnet. Gerade kleinere Unternehmen schicken ihre Auszubildenden gern nach Cottbus. Dazu gehört zum Beispiel auch die Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben. Die sind hier gut ausgestattet, die können sich auf die Azubis gut einstellen. Ist eine optimale Ausbildung, haben alles hier ringsrum vorhanden, also die Kläranlage, Wasserwerke, Rohrnetz, und können hier optimal, sag ich mal, vorbereitet werden für ihren Facharbeiter. Die werden für die Schule besser vorbereitet. Man kann sich dort auch auf die Prüfungsthemen besser vorbereiten. Das hat alles in unseren kleinen Stadtwerken wäre das gar nicht möglich. Also der Azubi wäre eigentlich mehr oder weniger sich selbst überlassen. Und wenn er gut ist, kommt er durch. Wenn nicht, bleibt er hängen. Und das ist jetzt nicht in unserem Sinn. In diesem Jahr sind sogar zwei neue Unternehmen aus Welzow und Kolkwitz dabei. Seit 1993 haben bereits 386 Jungen und Mädchen eine Ausbildung in den Hallen der LWG begonnen. In all den Jahren sind auch immer mehr Zusatzangebote dazugekommen. So können sich die Azubis hier zum Beispiel für eine Schweißerausbildung, ein Fahrsicherheitstraining oder auch einen Gabelstapler-Lehrgang anmelden. Die LWG legt viel Wert auf die Fachkräfte von morgen. Sie sollen einfach das Gefühl haben, dass sie eine hervorragende Ausbildung genossen haben, dass sie Freunde gefunden haben, hoffentlich Kollegen gefunden haben, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft gefunden haben. Und damit ist es ja zumindest für unsere Auszubildenden, aber auch, ich glaube, das ist auch für die Partnerbetriebe der Fall, nicht zu Ende. Jeder Ausbildende von uns bekommt ein Jahr eine Anstellung. Und es sieht danach aus, dass wir sozusagen für die Lehrlinge, die wir dieses Jahr ein Jahr anstellen, auch weitergehen wird. Wir können es uns gar nicht leisten, diese Leute auszubilden und dann irgendwo zu entlassen. Wenn sie Spaß und Freude haben, dann werden wir alles tun, dass sie bei uns im Betrieb weiterarbeiten können. Und wenn man in unserem Betrieb einmal schaut, die Meister, Vorarbeiter, das sind alles die Leute, die wir ausgebildet haben. Es gibt also auch die Möglichkeit, über die Ausbildung hinaus sich weiterzuentwickeln. Das ist ganz wichtig. Paul Weichert und seine 21 Kollegen sind hier also gut aufgehoben. Ab jetzt beginnt für sie der Ausbildungsalltag. Und nach 3,5 Jahren gehören einige von ihnen vielleicht sogar zu den Besten. Denn bereits 7-mal kam der beste Auszubildende der Bundesrepublik aus der LWG-Lehrwerkstatt.